out of time. I want it all, and I'm wishing they stop trying to turn me off. I want it all, and I'm walking on a wire, trying to go higher. Feels like I'm surrounded by clowns and liars, even when I give it all away. I want it all. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben ja in der letzten Folge mit der Baroness weitergemacht und der Reitarena hinten. Und da werden wir jetzt heute auch weitermachen. So, mal schauen, was die liebe Tyra spricht. Schäfer London hat einen neuen Schäferhund gekauft. Sein Name ist Techno. Und er ist der große Bruder des Hundes Disco, der in Silverglade Village wohnt. Vielleicht hast du ihn mal gesehen. Wie auch immer, es stellte sich heraus, dass Techno mehr ein Wachhund ist als ein Herdenhüter. London lässt uns also Techno als Wachhund für den Stall benutzen. Eine Lösung, die gut für uns und für den Hund ist. Ich verspreche, dass so niemand mehr Unfug im Stall anstellen wird. Landon hat gesagt, dass wir Techno heute abholen können. Willst du losreiten und ihn holen? Okay. Machen wir doch direkt mal. Ich freue mich ja schon mega, wenn wir endlich nach Golden Hills Valley können. Aber in Golden Hills Valley gibt es ja auch einen Stall, wo man seinen neuen Heimatstall draus machen kann. Das werde ich aber nicht machen, denn wir werden ja auch noch Level 16 und dann kommen ja wir nach Epona und nach New Hillcrest. Und in New Hillcrest gibt es einen so schönen Stall. Der ist am Strand und aus dem will ich dann meinen Heimatstall machen. Und ich habe jetzt auch noch ein paar Starcoins geholt und ein paar sind auch noch übrig geblieben. Von denen werde ich mir dann einen Easy kaufen. Weil in Star Stable sind Isländer mit meine Lieblingspferderassen, weil ich die einfach so knuffig finde. Dann werde ich mir auf jeden Fall einen holen. Oh, der ist aber ein bisschen klein, oder? Ich habe gehört, dass du kommen würdest. Das ist Techno. Sag hallo zu Sonja, Techno. Okay. Bisschen klein für Wochen vielleicht. Es ist sehr enttäuschend, dass das passiert ist. Ich werde Techno vermissen. Aber ich weiß ja, dass er als Herdenhund auch nicht glücklich ist. Also ist es besser bei dir aufgehoben. Ich werde ihn ab und zu mal besuchen, wenn das okay ist. Er ist so ein toller Hund. Ich glaube, dass du ihn in deinem Rucksack tragen kannst. Nimm Techno und reite zur Tyra zurück. Ja, ein Hund im Rucksack. Ja, aber der steht doch immer noch da. Oh, Techno wurde geklont. Die können auch eigentlich da reiten. Du hast Techno geklont. Okay. Genau, was ich euch noch fragen wollte. Wie würdet ihr es denn finden, wenn ich auch mal bei Championaten manchmal mitreiten würde? Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Weil
Sunnystar ist ja eigentlich perfekt für Championate geeignet. Sie ist ja jetzt auch schon ein bisschen gelevelt. Könnte ich dann auch für Championate benutzen. Also wenn ihr wollt, dass ich mal ein paar Championate reite, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dann kann ich das auch mal machen. So. Oh, er ist so süß. Und er sieht wie der perfekte Wachthund aus. Macht es dir was aus, mit Techno zum Stall zu gehen? Ich habe hier eine Tüte mit Leckerchen für ihn. Und wenn du sie ihm gibst, dann wird er folgen. Komm später zu mir zurück. Ich will, dass du mir hilfst, eine Hundehütte zu bauen. Okay. Wo steht er denn gerade? Ah, hier. Techno, komm mit. Ach so, in die Richtung also. Der ist ganz schön schnell, der Kleine. Aber irgendwie auch knapp zu sein. Ach so, wir gehen hier lang. Ach so, wir bringen ihn zur Reitarena. Verstehen. Dann weiter. Ich freue mich ja auch schon, weil im Moment haben wir ja sehr, oder im Moment hatten wir ja sehr wenige Quests. Auch als ich den YouTube-Kanal noch nicht hatte, da hatte ich sehr wenig Quests. Also ich konnte was gar nichts mehr machen, außer Tagesaufgaben und so. Also da hatte ich schon sehr wenig Quests, aber wenn wir jetzt dann nach Golden Hills kommen und nach Golden Hills und nach Epona und so, dann bekommen wir ja auch schon ganz schön viele Quests wieder. Freue ich mich auch wieder drauf, dann können wir endlich mal wieder richtig questen. Das wird, glaube ich, sehr schön. Schön weiterlaufen. Wir werden nicht stören bleiben. Wie der so den Hang runterläuft. Sieht auch knuffig aus. Ja. Okay, zwei davon sind übrig geblieben. Gut. Ach, willst du doch noch welche haben? Dann bekommst du noch zwei. Der sieht aber schon knuffig aus, oder? Na gut. Dann reiten wir wieder zurück. Ich habe ja jetzt auch schon ein Video von Sims hochgeladen. Und ich werde es jetzt wahrscheinlich auch öfter machen, dass wir in Sims einfach ein paar Sachen bauen. Und von Aura Kingdom wird heute höchstwahrscheinlich auch noch eine Folge kommen. Sims 4 weiß ich noch nicht, kann sein, aber ich habe ja letztens schon eine aufgenommen. Also, aber Aura Kingdom wird heute wahrscheinlich noch kommen. Das kann ich euch schon mal sagen. Also, wie geht's? Gut? Aber ich denke... Also, ich denke, er wird sich wohler fühlen, wenn er seine eigene Hundehütte
seine eigene Hütte bekommt. Oh, schade. Okay, können wir vielleicht noch irgendwas machen? Wir könnten doch eigentlich mal die... Wir könnten ja jetzt noch im Gemüsehain ein bisschen die Blumen düngen und so. Dann bekommen wir da auch noch ein paar Punkte bis zum nächsten Rufniveau. Danach könnten wir eigentlich mal, ich habe jetzt die Elite-Strecke des Jorvik-Stalls freigeschaltet. Habe sie aber noch nicht gemacht und dann könnten wir das ja theoretisch eigentlich auch mal machen. Wasser für den Agnesaheim. Du, Sonja, das Räumen Agnesaheim ist kaputt. Hier hast du mein bestes Klempner-Set. Du weißt, was zu tun ist. Okay, dann steigen wir, würde ich sagen, hier direkt schon mal ab. So. Und da drin sieht sie auch gut aus. Sprudelt wieder das Wasser raus. Dann reparieren wir das mal wieder. Ich finde, das sieht eher aus wie so eine Lehrerschulakte. Aktentasche. Macht Sonja. Jetzt kann der Gemüsehain richtig bewässert werden. So, Sonja, irgendwie wächst alles etwas schlecht im Gemüsehain. Nimm einen Sack Superdünger und verteile ihn dort im Beet. Okay. Ich finde, der Dünger sieht nach wie vor etwas. Ja. Also ich würde mich freuen, wenn ein paar Sachen, wie auch der Dünger, hier nochmal überarbeitet werden. So. Aber die kleinen Pflänzchen wachsen ja schon recht gut. Na, hier. Ich muss ja mal schauen, wie unser Rufniveau ist. Gut, jetzt ist der Agnesehain gut gedüngt. Okay, Gärtner des Weingartens. Ah, ist ja gar nicht mehr so lange. Ist ja gar nicht mehr so lange. Dann haben wir es auch schon geschafft. Anista! So, dann würde ich jetzt aber einen kurzen Cut machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim Jorvik-Stall wieder. Bis gleich! So, da bin ich wieder. Tut mir echt leid. Mein Programm hat gerade nicht richtig aufgenommen. Ich wollte ja mit euch noch die Elite-Strecke machen. Jetzt habe ich sie zwar schon ausprobiert, aber wir können sie ja nochmal machen. So. Ja, ich will sie ausprobieren. Weil ich finde sie nämlich echt cool. Bloß jetzt habe ich gerade gemerkt, dass die Aufnahme im Eimer war. Schön, toll gemacht. Ich finde die aber echt cool.
Also die werde ich auf jeden Fall noch öfters machen. Die reitet einfach so viel. Achso, was macht die Schildkröte da? Aber ich finde es echt cool. Hier ist mein Schwachpunkt, weil ich da nicht richtig hinkomme. Aber ich finde sie echt nice, die Strecke. Das hat mir richtig, richtig gut. Ihr seht schon, mein Rekord war 1,32. Ich habe auch direkt schon eine Abkürzung entdeckt. So. Ja, neue Höchstzeit, hab ich mir gedacht. Aber wir sind immer noch auf dem letzten Platz. So. Gut. Aber ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute von euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!